Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie alle auf das Allerherzlichste zu unserem heutigen AIS-Talk Terror in Europa begrüßen. Es ist dies ein Gespräch, das wir wenige Stunden vor dem Attentat in Wien vereinbart haben. Allerdings bereits für letzte Woche. Wir mussten dann leider aus technischen Gründen verschieben. Umso mehr freue ich mich, dass Sie mit dabei sind. Mein Gesprächspartner heute ist Dr. Nikolaus Stockhammer. Dr. Stockhammer wurde 1975 in Wien geboren. Er hat an der Universität in Wien studiert, Politikwissenschaft, Philosophie und Geschichte, hat dann auch gleich an der Universität zu arbeiten begonnen, am Institut für Staatswissenschaften und dann Zusatzprogramme absolviert an der Stanford University in Amerika. Der Highest Ranking University, wenn man das so sagen darf, und auch an der Humboldt-Universität in Wien, wo er unter anderem bei Dr. Herfried Münkler gearbeitet hat. Dr. Stockhammer hat seine Promotion summa cum laude absolviert an der Wiener Universität und er ist auch Habilitant an der Humboldt-Universität in Berlin. Arbeitet an der Universität in Wien, am Institut für Polymologie und auch an diversen Instituten im Rahmen des Bundesheeres und anderer Institutionen. Wir freuen uns, dass er heute mit dabei ist und ich gehe gleich unmittelbar in die Materie ein, indem ich ihm sage, es sind jetzt seit diesem Attentat 16 Tage vergangen. Wo stehen wir heute? Vielen Dank für die Einladung und die freundliche Einbegleitung. Die Frage, wo stehen wir heute, ist relativ vielschichtig zu beantworten. Die Ermittlungen haben einige Pannen auch im Vorfeld des Terroranschlags von Wien zutage gefördert. Ich denke, es wäre ganz gut, am Beginn die Frage zu stellen, warum Wien und warum dieser Zeitpunkt? Warum Wien kann man mit mehreren Punkten sozusagen beantworten. Wien galt in der dschihadistischen Szene und zu einem gewissen Grad noch immer als ein weiches Ziel. Das heißt, man konnte davon ausgehen, dass die Sicherheitsbehörden hier weniger scharf präventiv agieren würden als beispielsweise in Paris, London oder Brüssel. Wien ist oder war in dem Fall der Lebensmittelpunkt des späteren Attentäters. Wien ist ein Ort diverser internationaler Organisationen, genießt daher eine relativ hohe Aufmerksamkeit im Falle eines Terroranschlags. Und was man nicht vergessen darf, zur Blütezeit des sogenannten Kalifats hat der sogenannte Austro-Dschihadist Mohammed Mahmoud explizit dazu aufgerufen, in Wien Terroranschläge zu verüben. Das ist sozusagen die Frage des Ortes, warum Wien? Die Frage des Zeitpunkts. Natürlich darf man nicht vergessen, dass auch der gegenständliche Terroranschlag mitten in der Covid-19-Ära stattgefunden hat. Covid-19 ist ein massiver Gamechanger auch im geopolitischen und terroristischen Geschehen. Das heißt, es gab immer wieder Ankündigungen auch von IS-nahen Kreisen, zum Beispiel in dem Al-Naba-Propaganda-Newsletter, man möge doch Terroranschläge verüben während der Covid-Zeit, da die Sicherheitsbehörden anderweitig konzentriert sein dürften. Das ist sozusagen im Vorfeld. Darüber hinaus hat die Wiederveröffentlichung der Charlie Hebdo-Mohammed-Karikaturen im frühen Herbst 2020 eine Kette von terroristischen Attacken ausgelöst, beginnend mit Paris, wo ein Lehrer, der diese im Klassenzimmer gezeigt hat, enthauptet wurde, über einen kleinräumigeren Anschlag in Dresden, wo mit Messer zwei Personen schwer verletzt bzw. getötet wurden, und schließlich in Nizza, wo es ebenfalls zu einer Attacke mit Hieb- und Stichwaffen und einer Enthauptung gekommen ist. Der Wiener Terroranschlag fügt sich also auch zeitlich in diesen Kontext. Was, denke ich, wesentlich ist, ist die transnationale Verbindung des Wiener Terroranschlages. Mittlerweile weiß man, dass der Attentäter auch Hilfe hatte, Unterstützung hatte, vernetzt war mit
wesentlichen Stakeholdern, Dschihadisten in der Schweiz, in Deutschland, aber auch es gibt eine Spur in Richtung des Balkans. Ja. Auch bezüglich des Waffenerwerbs ist hier dieser Spur weiter nachzugehen. Man muss dazu sagen, die Ermittlungen sind noch im Laufen, aber es kommen regelmäßig neue Erkenntnisse ans Tageslicht und die auch einen Aufschluss darüber geben, warum es in dieser Form zu diesem Anschlag, zu diesem Zeitpunkt gekommen ist. Hinsichtlich der Taktik möchte ich erwähnen, es handelt sich bei dem Terroranschlag in Wien um einen Anschlag nach dem Schema, wie ich es nenne, Einzeltäter Plus. Man geht davon aus, dass der Täter zwar unmittelbar bei der Tatausführung alleine agiert hat, vielleicht Unterstützung hatte, dass ihn jemand vor Ort verbracht hat, aber sozusagen Schusswaffen gebrauchsmäßig und sonst ist er offensichtlich alleine vorgegangen. Es gibt aber ein Netzwerk dahinter, so viel scheint derzeit klar, also eine logistische, planerische und ideologische Unterstützung, etwaige Anstiftung, Inspiration dürfte hier gegeben sein. Zum Modus operandi, wir haben offenbar eine zielobjektspezifische Tatortauswahl. Man geht davon aus, dass die Synagoge in der Seitenstettengasse als ursprüngliches Ziel ausgesucht wurde. Vielleicht noch zum unmittelbaren Tatzeitpunkt. Eine wesentliche Erkenntnis besteht darin, dass man hier drei Thesen hat, warum der Attentäter just am 2. November 2020 zugeschlagen hat. Die erste Erklärung ist, dass es der letzte Abend vor Beginn des nächtlichen Lockdowns war und hier noch relativ viele Menschen auf der Straße unterwegs waren und Lokalitäten in der Innenstadt frequentiert haben. Die zweite Erklärung, die hier auch nicht ganz unplausibel erscheint, dass im Umkreis des Attentäters offenbar von einer bevorstehenden Razzia in dschihadistischen Kreisen ein Gerücht umgegangen sei, dass man hier kurz vor einem Zugriff durch die Sicherheitsbehörden stehen würde. Und die dritte Erklärung, die jetzt erst kürzlich bekannt wurde, ist, dass der Attentäter kurz vor Verübung des Attentats die Nachricht vom Netzbetreiber erhalten haben soll, dass die Polizei, die LPD in dem konkreten Fall, seine Daten erkennungsdienstlich aufgenommen hat, wenngleich dies aber in einem anderen Kontext stehen dürfte, da er selbst eine Anzeige wegen eines Wohnungseinbruchs kurz davor abgegeben hat. Insgesamt deutet die Art und Weise, wie die Tat verübt wurde, darauf hin, dass hier voreilig vorgegangen wurde. Die Ausführung gilt als relativ dilettantisch, muss man sagen, Gott sei Dank. Auch die Ausbeute unter Anführungsstrichen an Opfern ist hier als relativ gering zu beurteilen, bedenkt man, dass der Attentäter mit einer Kalaschnikow durch den ersten Bezirk gelaufen ist mit vollen Magazinen. Das ist sozusagen, was man bis jetzt weiß. Wesentlich, und das möchte ich noch hier an diese Erörterung hinzufügen, ist, dass man mittlerweile auch relativ gesichert weiß, dass es in der Kommunikation im Vorfeld der Sicherheitsbehörden nach der Haftentlassung des späteren Attentäters über den Vorfall des versuchten Munitionskaufs in der Slowakei, ich denke, die Geschichte ist allgemein bekannt, hier offenbar Kommunikations- und Einschätzungsfehler gegeben haben dürfte. Aber es gibt derzeit eine Untersuchungskommission, die genau diesen möglichen Verfehlungen nachgeht und hier hoffentlich sehr transparent ans Tageslicht bringen wird, was hier im Vorfeld des Attentats nicht ordentlich funktioniert hat. Stichwort BVD. Ja, an sich ist ja der Terrorismus in Österreich nichts vollkommen Neues. Ich selbst kann mich gut erinnern, bereits 1973, und zwar deshalb, weil damals der Vater eines meiner engsten Schulfreunde, mit dem ich täglich zur Schule gefahren bin, nämlich der Zollwachbeamte Bobitz in Macheck, als Geisel genommen wurde. Und es hat in der Folge zwischen 1975 und 85 mehrere Anschläge gegeben, drei große, wo insgesamt 11 Menschen zu Tode gekommen sind und 80 Menschen verwundet wurden. Aber dann war 35 Jahre Ruhe. In der Zwischenzeit hat sich natürlich auch in der internationalen Terrorszene ja ungeheuer viel getan. Ursprünglich waren es vor allem palästinensische Organisationen, die damit in Verbindung waren.
Heute sieht die Lage anders aus. Wie sieht denn diese Landschaft des Terrorismus in Österreich, in Europa, international aus? Also Österreich hat eine relativ gut vernetzte dschihadistische Szene. Man spricht von der Verfassungsschutz, spricht von 300 Gefährdern mit einem Bezug zu dieser dschihadistischen Szene. Die Dunkelziffer wird wahrscheinlich gegen 1000 gehen, hier mit graduellen Unterschieden, was sozusagen die fortgeschrittene Radikalität betrifft. Die österreichische Szene ist transnational, also wir sehen das auch im gegenständlichen Fall vernetzt quer durch Europa. Wir haben generell ein Problem der zurückkehrenden Foreign Terrorist Fighters, also Personen, die im Kalifat unter Anführungsstrichen in Syrien und im Irak gekämpft haben. Von österreichischer Seite sind hier in etwa 320 Personen erfolgreich nach Syrien oder in den Irak gelangt, haben teilweise dort auf Seiten der Terrormiliz des IS gekämpft. Man sagt, dass in etwa 100 Personen zurückgekehrt sein dürften, plus minus 10% meines Erachtens, die hier natürlich unter enger erkennungsdienstlicher Aufsicht sind. Die Terrorlage global gesehen, es gibt zwei maßgebliche Akteure, die weltumspannend agieren. Das sind nach wie vor Al-Qaida, die mit Ausnahme Europas eine globale Führungsstellung innerhalb der terroristischen Organisationen im dschihadistischen Spektrum einnimmt. Und der sogenannte IS oder ISIS, der Islamische Staat, auch Daesh genannt, der vor allem in Europa eine eminente Position nach wie vor einnimmt. Man muss hier auch ganz klar unterscheiden, der IS als Terrormiliz im Irak, in Syrien, im sogenannten Kalifat, das dann erodiert ist, ist auf ein relatives Minimum zurückgegangen. Der IS als versprengte Terrororganisation mit Zellen in ganz Europa, durch Kriegsheimkehrer beziehungsweise auch sogenannte Homegrowns, also Personen, die sich hier im europäischen Kerngebiet radikalisiert haben, ist nach wie vor führend und die größte Bedrohung aus meiner Sicht. Dann gibt es natürlich regionale Terrororganisationen, das sind in etwa die Taliban in Afghanistan, das sind Boko Haram in Nigeria, die Al-Shabaab-Milizen in Somalia und viele, viele andere, die Hamas und die Hisbollah, die aber sehr regional begrenzt sind und deren Ausstrahlung gerade jetzt für die europäische Sicherheit eher vernachlässigbar ist. Das bedeutet aber nicht, dass es komplett auszuschließen ist, dass Konflikte in diesen Regionen irgendwie terroristisch überschwappen könnte auf das europäische Kernland. Wenn wir uns diese Szene anschauen und uns auf die beiden großen Organisationen, die Sie genannt haben, Al-Qaida und ISIS oder Daesh, konzentrieren, dann muss man sagen, wie ist es denn eigentlich möglich, dass eine Organisation wie Al-Qaida bereits um die Jahrtausendwende her de facto auf 4 Kontinenten tätig war, und zwar nicht nur tätig war, sondern imstande war, große Anschläge, unter anderem auch 9/11 zu produzieren, ja sogar, ich sage das jetzt, einen Anschlag auf das Pentagon verübt hat. Ich kann mich noch gut erinnern, bei einem Besuch in Washington, wo man noch die Schäden gesehen hat am Gebäude. Das heißt, dass eine derartige Organisation bis in das Zentrum der Macht vordringen kann, und auf der anderen Seite, dass etwa ISIS es gelungen ist, über einige Jahre hindurch ein Staatsgebiet, ein sogenanntes Staatsgebiet zu kontrollieren, große Teile von Syrien und Teile vom Irak, das eine Größe hatte wie Großbritannien. Wie ist das möglich? Da gibt es natürlich unzählige Erklärungen dafür. Ich würde auch differenzieren zwischen Al-Qaida und 9/11 und allem, was nachher gefolgt ist. Die Attentäter von 9/11 haben sich in ihrem Verständnis als Mujahedin begriffen, als Gotteskrieger, die sozusagen hier Allah ihre Taten widmen. Und es gab ein sehr enges Netzwerk, wo man Zugehörigkeit sich erarbeiten und erkämpfen musste. Es gab Initiationsriten, diese Personen mussten über Jahre lang ihre Loyalität beweisen, und es war sehr schwierig, sozusagen in dieses enge Netz hineinzukommen als Extremist. Heute
haben wir durch beflügelt durch das Internet, das ich als Rohr der Radikalisierung bezeichne, gerade mit Blick auf den IS, einen anderen Radikalisierungsverlauf. Wir haben ein Phänomen, das ich als Mac-Jihad bezeichne, eine Art Franchise-System, das es ermöglicht, überall auf der Welt kleine Filialen vom IS zu generieren mit Personen, die sich kurzfristig, so wie im Wiener Fall, aufschwingen und sagen, ich verübe dieses Attentat jetzt im Namen des IS und es wird auch bereitwillig aufgenommen. Das heißt, der IS ist hier nicht sehr wählerisch in der Auswahl seiner Apologeten und Anhänger. Das hat zum Effekt, dass Terrorismus überall recht kurzfristig, wahrscheinlich eher in kleiner dimensionierten sogenannten Gelegenheitsattentaten in ganz Europa und auch anderswo verübt wird. Was jetzt sozusagen die großen Szenarien wie Paris November, am 13. November 2015, was sich jetzt 5 Jahre gejährt hat, dass solche Szenarien passieren, da braucht es mehr, da ist auch eine größere Planung dahinter. Man hat auch gesehen in diesen konkreten Fällen, also Paris November 15, Brüssel März 2016, dass hier Terrorzellen dahinter waren, mehrere autark agierende, in der Klandestinität agierende Terrorzellen, getragen von Kriegsheimkehrern, die hier operativ das Kommando übernommen haben. Und der IS hat eine ausgeklügelte Struktur. Es gibt sozusagen die operative Ebene ganz oben. Dann gibt es diese Mittelsmänner-Ebene, die hier die Logistik bereitstellen und ganz unten die Fußsoldaten, die diese Attentate ausüben in diesem projektierten Terrorismus, wie man das nennt, der zellenartig strukturiert ist. So funktioniert der Terrorismus seit, würde ich sagen, 2007, 2008. Der IS hat die Spielregeln generell komplett verändert. Das heißt, der IS ist anders als der als Al-Qaida weniger strategisch, operiert taktisch, also mit kurzfristigen Erfolgen. Der IS ist weniger wählerisch, wie ich gesagt habe, was seine Mitstreiter betrifft. Und der IS ist noch flexibler und anarchisch lernfähig. Der IS hat verstanden, dass man sich schnell anpassen kann an Sicherheitsumgebungen. Das bedeutet, der IS reagiert sehr schnell, zum Beispiel wenn eine Metropole wie Brüssel Poller aufstellt, dann wird man sich auf die U-Bahn versehen oder Sprengstoff benutzen. Das heißt, man reagiert auf die Gegenmaßnahmen der Terrorismusbekämpfungsinstanzen. Sehr, sehr schnell und flexibel. Ja, wenn wir uns ein bisschen die Ideologie dahinter anschauen, dann fällt auf, dass ja der IS mehr oder weniger gleichzeitig mit dieser Idee des Kalifats zum Leben erweckt wurde. Al-Baghdadi hat ja in Mosul damals ein neues Kalifat ausgerufen. Das heißt eigentlich eine Welt, die von Bagdad oder von Pakistan bis Cordoba in Spanien reichen sollte. Das, was sich dahinter nach meiner Ansicht verbirgt, ist ja diese Idee eines Großreichs, die Idee einer einigenden Kraft für alle Moslems, alle arabisch sprechenden Menschen etc. Aus der Vergangenheit entnommen und damit sozusagen etwas, das Größe symbolisiert. Ist das ein wesentlicher Faktor auch in der Anziehungskraft für Außenstehende, etwa junge Muslime in Europa? Absolut. Absolut. Dieses Narrativ hat sich im Dschihadismus sehr, sehr stark bereits zu Beginn von Al-Qaida als höchste Zielsetzung herauskristallisiert, ein Kalifat zu etablieren, eine Welt, wo man sozusagen diesen radikalen, scharia-getriebenen Ideen eines Islam, der sehr exklusiv ist und im wahrsten Sinne, voranzutreiben und auch als zu erstrebende Zielsetzung voranzustellen. Das heißt, dieses Kalifat war immer schon auf der To-Do-List dieser Dschihadisten und dem IS ist es unter Ausnutzung dieses Sicherheitsvakuums eben im Irak, aber auch hinüberschwappend nach Syrien, wo beide Regime mit Problemen zu kämpfen hatten, ist es gelungen, kurzfristig auf einem militärischen, ich würde sogar sagen, symmetrischen Konflikt hier relativ schnell Territorium für sich zu beanspruchen und erfolgreich auch über
eine weite Strecke hin zu verteidigen. Man darf nicht vergessen, dass es einer Koalition internationaler Streitkräfte verschiedener Staaten bedurft hat, um dem IS sozusagen den Kopf abzuschlagen als Terrormiliz. Und das war ein Prozess, der sich über mehrere Jahre hindurchgezogen hat. Und der IS hat es mit dieser Kalifatsidee auch geschafft, mit dem Abenteuernarrativ an europäische Dschihadisten, die hier sich nicht erfolgreich integrieren wollten oder konnten, komm zu uns ins Kalifat, du kannst hier an unserer Seite kämpfen gegen diese westlichen Besatzer, gegen die Ungläubigen und kannst hier dazu beitragen, dass wir unser Großreich auch ausdehnen können. Und am Ende sozusagen als sichtbar wurde, dass das Kalifat erodieren würde, es hat schon ein wenig früher begonnen, hat man ganz gezielt diese Dschihadisten, diese Foreign Terrorist Fighters wieder zurückgeschickt in ihre angestammten Heimatländer, um dort dieser Idee weiter Vorschub zu leisten. Und das ist eigentlich das Perfide an der Taktik des IS, dass man sehr, sehr schnell reagiert hat und bewerkstelligen konnte, dass diese Gefährder wieder zurück einsickern und eine Sicherheitsbedrohung für ihre jeweiligen Heimatländer oder ursprünglichen Ausgangsorte darstellen. Das heißt, wenn ich das richtig interpretiere, dann kann man davon ausgehen, dass mit der Beendigung des Kalifats gemeinsam durch amerikanische und iranische, syrische und andere Truppen und Verbände hier nicht das Ende der Idee erfolgt ist, sondern im Gegenteil, dass sozusagen die Idee vom großen Kalifat immer noch lebt, dass man im Gegenteil sagt, das ist eigentlich ein Beispiel dafür, dass es möglich ist, so etwas aufzubauen, dass es wahrscheinlich nur durch Verrat und durch den gemeinsamen Feind sozusagen, wo die ganze Welt zusammengestanden ist, verhindert werden konnte oder beendet werden konnte und dass man durchaus daran arbeiten kann, wieder etwas Neues oder etwas Ähnliches aufzubauen. Kann man davon ausgehen, dass sich das sozusagen auch in entsprechenden radikalen islamistischen Kreisen als Idee gehalten hat, als Traum sozusagen für die Zukunft über die Entwicklungschancen? Davon kann man ausgehen. Zeugnis für diese These geben regelmäßige Propaganda-Veröffentlichungen des sogenannten Islamischen Staats, wobei man sagen muss, dass bis Ende 2019 die Intensität der Propaganda um ein Zehntel zurückgegangen ist, bemessen an der Höchstzeit im Kalifat von 2014-15, wo wir 10 große Propaganda Nachrichten pro Woche hatten. Und es war dann so Ende 2019, dass das drastisch zurückgegangen ist auf ein Zehntel, dass dann teilweise nur mal eine Propaganda-Message über diverse Kanäle nach außen gekommen ist. Das bedeutet, dass man hier eigentlich gedacht hat, es wäre weniger geworden. Aber man hat schon mit Beginn der Corona-Krise gesehen, dass die Propaganda-Intensität wieder zugenommen hat. Zwar nicht auf diesem Level, wie es zur Hochblüte unter Anführungsstrichen des sogenannten Kalifats war, aber es hat sich wieder eingependelt auf einem relativ hohen Niveau. Und natürlich hat dort diese Kalifatsidee nach wie vor eine anziehende Wirkung. Man darf nicht vergessen, dass eben in dieser Hauptkampfzeit 2014, 15, 16, dass diese Idee des Kalifats mindestens 10.000 Personen aus ganz Europa und den USA und sonst wo aus dem Westen angezogen hat, die dort sich in den Dienst der Sache gestellt haben und auch viele davon gekämpft haben und auch sehr viele davon auch dort während dieser Kampfhandlungen verstorben sind. Aber die Idee als Märtyrer für dieses Kalifat in den Kampf gegen die Ungläubigen, die Kafar, zu ziehen, ist prominent und hat nach wie vor eine Attraktivität. Wobei ich davon ausgehe, dass man sozusagen in den Führungsspitzen der Terrororganisationen, sowohl beim IS als auch bei Al-Qaida, von der Idee der Verwirklichung dieses Kalifats in absehbarer Zeit Abstand genommen hat, da man gesehen hat, dass die
sozusagen die Gegner hier auch zu Allianzen und Koalitionen bereit sind, um diese Kalifatsidee zu unterdrücken und hier auch zu bekämpfen militärisch. Also man wird eher in die Clandestinität gehen und einen asymmetrischen Konflikt suchen und nicht sozusagen sich auf Symmetrie mit westlichen Streitkräften auf einem Schlachtfeld gegenüberstellen, wo man wenig Chancen hat, in der direkten Konfrontation zu gewinnen. Ja, ich habe vor wenigen Tagen ein Interview gesehen mit einer Mitschülerin des Wiener Attentäters aus dem nordmazedonischen Bereich, die gesagt hat, ja, eigentlich ist das Bedrückende für sie, dass ungefähr ein Drittel ihrer Klassenkollegen ähnlich denken. Das heißt, ist das ein Einzelfall oder wie breit ist die zumindest die Sympathie für derartige Bewegungen im Untergrund beziehungsweise insbesondere bei Jugendlichen tatsächlich vorhanden? Also ich sehe schon ein gewisses Grundproblem, dass eine Affinität zu solchen ideologischen Versatzstücken gegeben ist und der Extremismus zumindest in der Rhetorik eine relativ große Anhängerschaft hat, auch in Österreich. Und gerade hier ist der Anknüpfungspunkt für Radikalisierungsprävention. Es braucht nicht nur eine Deradikalisierung, die dann Personen ins Zentrum rückt, die schon große Sympathien hegen und auch die Schwelle zur Gewaltbereitschaft überschritten haben. Es braucht sozusagen eine Sozialarbeit, eine Feldarbeit am Boden, in den Institutionen, in Schulen, im sozialen Umfeld, um genau diesen Anfängen zu wehren und hier auch ein Gegennarrativ zu setzen. Also ich muss einerseits das Narrativ der Dschihadisten entkräften und auch mit theologischen Mitteln zeigen, dass diese extremistische Lesart des Koran nicht der Mainstream ist und auch nicht die allgemein akzeptierte Lesart des Koran. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch zeigen, was ist das Gegennarrativ, welche Art des Islam sehen wir als kompatibel mit unseren westlichen Werten, welcher Islam hat auch eine tragfähige Breite. Also ich denke, in ganz Europa auf Basis der Werte der Aufklärung hat der Islam einen Stellenwert und auch seine Berechtigung und auch seine Freiheit, genauso wie andere Religionen. Und man muss das untermauern. Also es darf nicht sein, dass dieses Narrativ gepflogen wird. Der Islam wird immer unterjocht und unterdrückt. Das ist nicht der Fall. Der Islam genießt großflächig in Europa, soweit ich das überblicke, eine hohe Toleranz. Und das muss man unterstreichen. Es bedarf auch gemäßigter, moderater Imame, die dieses Narrativ auch diesem Extremismus entgegenhalten. Zu zeigen, es kann ein Zusammenleben funktionieren, aber es gibt gewisse Grundregeln, das sind die Verfassungswerte, die europäischen Grundwerte, und die müssen akzeptiert und toleriert werden. Dann ist auch einer Religionsausübung überhaupt keine Grenze gesetzt, wenn man sich innerhalb dieses vorgegebenen Verfassungsbogens, wie es einmal bezeichnet wurde, bewegt. Die andere Sache, die man nicht vergessen darf, ist, dass das Internet, das habe ich vorhin schon erwähnt, der Hort der Radikalisierung ist. Das bedeutet, dass das Internet hier weiterhin maßgeblich zur Radikalisierung der einzelnen Personen beiträgt. Hallo? Ja, die Frage ist, wir kommen damit ja fast automatisch zu den Konsequenzen, zu Möglichkeiten sozusagen auf diese Phänomene auch einzugehen und die richtige Antwort zu finden. Jetzt hat sich es für mich so dargestellt, dass es eigentlich eine ungeheure Reaktion gegeben hat nach dem Wiener Attentat. Der Präsident des Europäischen Rates, Michel, ist persönlich nach Wien gekommen. Es ist unser Bundeskanzler nach Paris zu Macron gefahren, um sich mit ihm zu besprechen. Es hat gemeinsame Pressekonferenzen gegeben von Macron und Kurz und gleichzeitig auch Merkel und Rutte aus Holland und natürlich den Institutionen der Europäischen Kommission etc. Das heißt durchaus den Eindruck, man ist sich bewusst, da ist ein großes Problem vorhanden. Wie kann man das jetzt versuchen anzugehen? Wo stehen wir da?
Ist Europa schon so weit, dass es wirklich gemeinschaftlich darauf reagiert? Oder ist das nur einmal eine emotionale Reaktion und dauert es noch sehr lange, bis Europa auch organisatorisch in der Lage sein wird, dagegen zu halten? Also auch hier ist die Antwort wieder eine vielschichtige. Grundsätzlich muss man sagen, es bedarf der Kooperation auf europäischer Ebene, zweifellos. Also die Herausforderungen, die Sicherheitsbedrohungen der Zukunft sind nur kooperativ zu bewältigen. Also man hat auch hier im gegenständlichen Fall gesehen, dass eine internationale Vernetzung besteht, die Sicherheitsbehörden eng zusammenarbeiten müssen und man kann sämtliche dieser Handlungsfelder nur gesamtstaatlich und gesamteuropäisch vor allem bewältigen. Man muss aber auch der Fairness halber eingestehen, dass Terrorismusbekämpfung unterm Strich, wenn man jetzt sozusagen alle großen Ideen und Konzepte und Strategien auf europäischer Ebene beiseite schiebt, am Ende des Tages eine nationalstaatlich verfasste Zugangsweise in den Vordergrund rückt. Das heißt, die Nationalstaaten sind sich leider in der Terrorismusbekämpfung selbst am nächsten und eine gemeinschaftliche EU, würde ich sagen, Strategie und Koordination wäre notwendig, hat aber wenig Substanz in der effektiven Ausübung und Ausführung in der Bekämpfung des Terrorismus. Das heißt, wir haben zwar gemeinsame Flugdaten, Austauschkonzepte, wir haben einige überschneidende Handlungsfelder. Also es wird ausgetauscht, es gibt Kooperation, die würde ich aber eher im Bilateralen sehen. Also wie wir gesehen haben, die slowakischen Sicherheitsbehörden haben die österreichischen darüber informiert, dass es einen Vorgang gegeben hat, dass eine verdächtige Person Waffen für einen Kalaschnikow-Klon kaufen wollte. Das heißt, es funktioniert punktuell, aber sozusagen die großflächige Koordination, die eigentliche Aufgabe des EU-Terrorismuskoordinators Gilles de Kerchove wäre, ist bis dato nicht eingetreten. Wir sehen das aber auch in anderen Handlungsfeldern, zum Beispiel in der GSVP, der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, hat man jetzt zwar neue Instrumentarien wie PESCO und so weiter installiert, aber wirklich bis die Dinge am Boden ankommen in den Nationalstaaten, wird ein wenig Zeit vergehen. Ich denke aber, die Initiative, die Sebastian Kurz hier begonnen hat, macht Sinn. Die Frage ist, inwieweit sind das nicht nur Lippenbekenntnisse der anderen, dass sie hier bereit sind zu kooperieren? Bei Macron bin ich mir sicher, dass er es ernst meint, weil er ja selbst sozusagen leidgeprüft ist und hier mit Terroranschlägen zu kämpfen hatte. Bei den anderen wird sich's weisen, aber es wäre auf jeden Fall zu begrüßen und notwendig, hier eine europäische Kooperation, vor allem was den Schengen-Außengrenzenschutz betrifft, aber auch sozusagen eine Kontrolle innerhalb des Schengen-Raums zu verstärken, um hier sicherzustellen, dass diese Netzwerke sich nicht wie im Island-Hopping sozusagen regelmäßig besuchen und gegenseitig anstecken. Ja, wenn man eben von den Möglichkeiten spricht, müsste man doch eigentlich davon ausgehen, dass es gesonderte Antworten betrifft, je nach den unterschiedlichen Stufen sozusagen, wovon die Gefahr ausgeht. Ich beginne damit, dass ich sage, okay, du hast es sehr schön ausgeführt. Wir haben allein in Österreich 200 bis 300 Leute sozusagen, die in den Kampf gehen wollten, teilweise zurückgekommen sind oder teilweise gar nicht hinuntergekommen sind. Das heißt, ein Potenzial von mehreren hundert bis tausend Leute erreichen kann, die für derartiges anfällig sein könnten. Das heißt, wir haben da die individuelle Ebene, wo man versuchen muss, einfach bestimmte Sicherungsschritte zu machen. Wir haben darüber hinaus aber auch die Tatsache, wie ausgeführt eben, dass es transnationale Netzwerke sind. Wir wissen heute, dass der Wiener Attentäter ja in ständiger Verbindung auch mit Deutschland war, mit Winterthur in der Schweiz und wie du ausgeführt hast, möglicherweise auch mit dem Balkan. Und wir haben auf der anderen Seite eben unabhängig von diesen persönlichen Befindlichkeiten und Strukturen diese fast generelle Idee des Kalifats, diese Einstellung, die wahrscheinlich von einer sehr, sehr großen Anzahl von Menschen
möchte fast sagen, weltweit geteilt wird, dieser Traum von Größe, das heißt, die Ideologie dahinter, die dahinter steht. Und das erfordert nach meiner Ansicht durchaus unterschiedliche Ansätze, individuell, staatlicherseits und darüber hinaus, würde ich sagen, zumindest auf europäischer Ebene gemeinsam. Wie könnte man, wenn man das versucht, schrittweise anzugehen, wenn man sagt, okay, wir beginnen jetzt sozusagen bei der Frage von gefährlichen oder gefährdeten Individuen, was kann man machen, um hier mehr Sicherheit zu erreichen? Also man könnte natürlich jetzt, so wie die österreichische Bundesregierung, die es jetzt vor kurzem angekündigt hat, ein Antiterror-Maßnahmenpaket schnüren. Das sind einige aus meiner Sicht durchaus plausible, probate Maßnahmen drin gebündelt, die auch Sinn machen. Jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, warum jetzt? Jetzt kann jeder darauf antworten, naja, weil sozusagen der Wind günstig ist, um das auch durchzusetzen im Parlament. Es gibt, um die darauf einzugehen kurz, natürlich die Idee dieser elektronischen Fußfessel, um hier eine Überwachung zu gewährleisten. Hier muss man aber auch sagen, dass diese ein guter Schirm ist, aber kein gutes Dach, weil wir haben gesehen, in Frankreich gab es unter anderem einen Vorfall, wo ein Dschihadist trotz elektronischer Fußfessel einen Priester ermordet hat. Es gab den Vorfall eines amtsbekannten Gefährders, der in Hamburg in einen Billigflieger gestiegen ist und in Athen ausgestiegen ist, und plötzlich ist aufgepoppt, er ist nicht mehr vor Ort. Also man muss das hier auch mit der entsprechenden Struktur dahinter betrachten und auch dementsprechend umsetzen. Es geht um die Umsetzung. Die sogenannte präventivhafte Maßnahmenvollzug wäre natürlich auch ein probates Instrument, wobei man hier natürlich sicherstellen muss, dass das im Einklang ist mit Menschenrechtsgrundsätzen und auch verfassungsrechtlichen Normen. Man kann es aber natürlich, wenn man es richtig anstellt, legistisch so formulieren, dass es auch passgenau ist. Also das ist eher ein legistisches Thema, wo ich einen wesentlichen Punkt sehe, ist natürlich die sogenannte Antiterrorstaatsanwaltschaft, die ausschließlich für Straftatbestände nach dem sogenannten Terrorismusparagrafen im Strafgesetzbuch 278 StGB hier agieren könnte und hier auch ganz bewusst mit geschulten Experten kooperierend die richtigen Maßnahmen treffen kann, juristischer Natur. Und was die Regierung auch zu Recht beanstandet hat, es müsste eine Art Straftatbestand nach sozusagen nach dem Vorbild des im rechtsextremistischen Bereich geben, den Straftatbestand politischer Islam, also so wie das Verbotsgesetz und Verschärfungen beim Islamgesetz, um hier auch sicherzustellen, dass sozusagen das Vorfeld der politischen Gewalt juristisch abgedeckt ist und dass man sich nicht hier im Graubereich bewegt. Also es gibt einige Ideen, diese, die ich jetzt genannt habe, machen Sinn, aber die wesentliche Idee des erfolgreichen Bekämpfens, und es gibt zu Recht einige Kritiker, die sagen, schon vor dem Terroranschlag war die gesetzliche Grundlage ausreichend, die wesentliche Idee ist die Koordination im Innerstaatlichen. Man hat gesehen, dass die Sicherheitsbehörden hier nicht reibungslos und in richtiger Weise agiert haben, und man hätte den späteren Attentäter auch mit legalen Mitteln zeitgerecht aus dem Verkehr ziehen können. Das hätte aber vielleicht die Tat nur aufgeschoben. Also man muss auch in das Strukturelle gehen und überlegen, wie kann ich solche Personen davon abhalten, terroristisch aktiv zu werden in der Zukunft. Und hier gibt es eben im Bereich der weichen Terrorismusbekämpfung, im Fachjargon strukturelle Terrorismusbekämpfung, etliche Maßnahmen von der Radikalisierungsprävention, Deradikalisierung. Man muss Integrationsanreize schaffen. Es gibt vielfältige Ebenen. Man kann Institutionen wie Schulen, Sportvereine und so weiter hier auch aufschalten. Es muss ein Ineinandergreifen sämtlicher staatlicher Apparaturen geben, um dem Terrorismus etwas entgegenzusetzen. Der amerikanische General Stanley McChrystal hat in seinem Buch Team of Teams gesagt, es bedarf
funktionierender Netzwerke, um anderen Netzwerken, in Klammer der Dschihadisten, etwas entgegenzusetzen. Und der Staat muss ein Netzwerk kreieren, ein funktionierendes in der Terrorismusbekämpfung. Und das führt mich auf die größere Ebene der Europäischen Union und auch im globalen Kontext. Es bedarf der Koordination und der Kooperation. Das sind die zwei Schlüsselworte der Terrorismusbekämpfung. Ich muss sämtliche Anstrengungen, die es gibt, die teilweise komplementär sind, bündeln und zusammenführen und zielorientiert einsetzen. Und ich muss das koordiniert tun und ich muss mit internationalen Partnern kooperieren. Die Basis hierfür ist gegeben. Ich sage aber auch ganz ehrlich dazu, das BVD muss vollkommen restrukturiert, reformiert werden. Es ist bereits im Gange. Ich sehe eine umfassende Reform als notwendig an, um hier auch wieder Vertrauen zu generieren bei den Partnern, dass man hier ein verlässlicher Partner ist, dass Informationen nicht sozusagen sich in Gerichtsakten wiederfinden oder in den Medien. Ja, es ist schon angesprochen, es ist ungeheuer komplex. Es gibt eine Fülle von Maßnahmen, manche sind erprobt. Soweit ich weiß, gibt es ja so etwas Ähnliches wie eine Sicherungsverwahrung oder Sicherungshaft bereits in Holland und auch in einigen anderen Staaten. Ich selbst kann mich erinnern, dass es in Österreich eine administrativ verhängte Sicherungsverwahrung bis in die zweite Hälfte der 80er Jahre gegeben hat, selbst für Täter, die nur im Bereich Ladendiebstahl etc. tätig waren, hat es das gegeben. Das wurde dann abgeschafft. Ich kann mich deshalb so gut erinnern, weil ich zu der Zeit selbst im Justizausschuss des österreichischen Parlaments gesessen bin. Niemand hat sich damals oder hat sich vorstellen können, dass der Terrorismus einmal ein derartiges Problem sein würde, dass man tatsächlich, ich sage das jetzt, an ähnliche Maßnahmen wieder denken muss, um wirklich gefährliche Täter dauerhaft auszuschließen. Denn was sollte man tun, wenn einer rückfällig wird? Und wie wir jetzt gelernt haben, offensichtlich stellt sich auch das System sehr rasch darauf ein, auf eine bestimmte Tatsache und reagiert darauf mit einer Ausweichhandlung. Und insofern, glaube ich, geht es nicht nur um die Frage, habe ich alle Instrumente, um einen möglichen Tatbestand jetzt zu verhindern, sondern auch, wie kann ich das längerfristig angesichts eines vorhandenen, sehr flexiblen Gegners, so könnte man sagen, auch tatsächlich für die Zukunft ausschließen. Ja, bleiben wir oder gehen wir darüber hinaus noch auf die Frage auch der Koordination zwischen den Ländern. Das ist bereits richtig gesagt, wenn wir bei Österreich bleiben. Ich werde immer wieder gefragt, wie ist das eigentlich? Es gibt einen Verfassungsschutz auf der Bundesebene und dann gibt es offensichtlich auf der Landesebene ebenso Institutionen, Landesverfassungsschutzeinrichtungen, die aber offensichtlich zumindest ein gewisses Eigenleben führen. Wie kann man das erklären oder wie kann man das sehen? Dazu muss man sagen, das ist eine gewachsene Struktur. Also die Landesämter für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung leisten sehr, sehr gute Arbeit am Boden und sind sozusagen der operative Arm. Die sind drinnen in der Ermittlung, die sind drinnen in der Überwachung, die sind drinnen. Sie kennen die Szene. Also ich breche gerne eine Lanze für die LVDs in Österreich, weil die eine sehr ausgezeichnete Arbeit leisten. Das Problem war eigentlich strukturell, dass das BVD so ein großer Apparat wurde, der relativ schwerfällig agiert und Diener verschiedener gestrenger Herren ist. Man will einerseits ein Nachrichtendienst sein, andererseits ein Verfassungsschutz und gleichzeitig polizeiliche Ermittlungsbehörde. Und das ist aus meiner Sicht, wie ich auch schon öfters gesagt habe, der Konstruktionsfehler des BVD. Und eine BVD-Reform muss zumindest eine rigide Trennung dieser Bereiche bewerkstelligen. Es gibt kritische Stimmen, die sogar dafür sind, so eine Art BND in Österreich zu schaffen, nach dem Vorbild des deutschen Bundesnachrichtendienstes, einer zivilen Nachrichtendienstbehörde, um das BVD in seine eigentliche Kernkompetenz, und wie steht es im Namen, Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung und nicht Nachrichtendienst in Wahrheit, wobei das BVD natürlich für die Gefahrenabwehr gegenüber äußeren
Gefahrenmomenten, Bedrohungsmomenten gegen die Republik Österreich einen Aufgabenbereich hat. Das ist auch gut so. Und man, viele sagen, es sollte sozusagen in den Händen der Polizei sein. Aber man kann alles diskutieren jetzt, Modelle gegenüberstellen und sagen, was passt für uns punktgenau. Ich selbst bin ein großer Anhänger des niederländischen Modells der Terrorismusbekämpfung, weil man dort einen Terrorismusbekämpfungskoordinator installiert hat, aber nicht sozusagen wie auf EU-Ebene einen Hüter von Dokumenten, sondern jemanden, der wirklich sicherstellt, dass genau das, was in Österreich nicht funktioniert hat, nämlich die Koordination, reibungslos ineinandergreift wie Zahnräder, dass die Sicherheitsbehörden sich innerstaatlich, gesamtstaatlich koordinieren, austauschen, Informationsfluss gewährleistet ist. Es gibt dann diese Fallkonferenzen, wo einzelne Fälle besprochen werden, übergreifend, und diese Person koordiniert das. Und auch koordiniert dieser Terrorismusbekämpfungskoordinator die Kooperation mit internationalen Diensten. Und das ist eigentlich ein Riesenasset, dass es eine Stelle gibt, die das gesamtstaatlich innehat. Er, in Holland ist es so organisiert, dass er dem Regierungschef direkt reportet und dann sozusagen er eine übergreifende Kompetenz hat. Das könnte man, die Niederlande sind durchaus auch vergleichbar mit Österreich, was Größenordnungen betrifft, hier andenken als ein zukunftsweisendes Modell. Weil eines ist klar, das BVD, selbst wenn es neu strukturiert wird, bedarf einer übergeordneten Koordination. Und das wäre eigentlich ein Ansatzpunkt, wo ich eine große Chance sehe, etwas zu implementieren, das eine dauerhafte Auswirkung haben kann, positiver Natur, auf die hiesigen Terrorismusbekämpfungsmaßnahmen und Strukturen. Zweifellos keine leichte Aufgabe. Ich kann mich erinnern, dass wir diese Frage auch der Einbindung und mehrerer Nachrichtendienste schon vor vielen Jahren oder Jahrzehnten diskutiert haben, mit vielen Wenn und Aber und Ja und Nein. Das, was dafür spricht, ist zweifellos diese Einbindung, ich sage das jetzt, in eine Organisation, die darauf ausgerichtet ist, Verbrechen sozusagen zu verhindern, die versucht sozusagen auch, wenn es zu Übergriffen kommt, diese abzustellen etc. Das spricht alles dafür, sie durchaus sehr nahe bei der Polizei zu lassen, nicht völlig entfernt in einem reinen Beamtenschema agieren zu lassen, sondern die richtige Abgrenzung zu suchen. Das wird doch sehr, sehr schwer sein. Das, was ich jedenfalls sehe, ist, dass man in diesem Zusammenhang versuchen muss, auch die Kompetenzen neu zu definieren. Wir alle müssen uns wahrscheinlich darauf einstellen, dass die Bedrohungslage, so wie sie sich darstellt, nicht nur Tage und Monate dauert, sondern wahrscheinlich Jahre und Jahrzehnte, und dass wir daher auch unsere Kontrollinstrumente und Verhinderungsinstrumente neu aufbauen müssen. Reaktion mit den Mitteln der Vergangenheit wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Zum Schluss noch eine Frage von mir jetzt auf bezogen sozusagen auf die internationale Ebene jetzt neben der Koordination. Was kann man tun, um etwa in der Frage der Ideologie hier, du hast es bereits angesprochen, so weit einzuwirken, dass man hier einen mäßigenden, einen deradikalisierenden Effekt erzielen kann. Das ist ja gar nicht leicht, denn es gibt so viele Länder mit unterschiedlichen Strukturen, unterschiedlicher Bedeutung und unterschiedlichen Gruppierungen. Was könnte man tun oder wie müsste man vorgehen, um hier eine größere Effizienz zu erreichen? Das ist die wahrscheinlich schwierigste Frage, die sich stellt. Aus meiner Sicht ist es zielführend, wenn man sozusagen aus der muslimischen Gemeinschaft heraus dieses Narrativ des moderaten Islam oder diese Grundvorstellung des moderaten Islam als kompatibel mit den hiesigen Gesellschaften und auch als, wie soll ich sagen, Topos, wo man prosperierende Gesellschaftsformen generieren kann, zu lancieren. Das müsste natürlich in Kooperation mit Stakeholdern sein, mit Ländern, mit Organisationen, die ebenfalls dieser Idee anhängen, aber aus dem Inneren heraus. Das heißt, ich muss Partner finden als westliche Gesellschaften in der muslimischen Welt, die
eine ähnliche Idee, eine ähnliche Vorstellung von einem moderaten Islam kultivieren und sozusagen als Role Model herhalten könnten, auch wie es denn am besten funktionieren könnte. Ja, so ein Best Practice Beispiel. Und dann den Anstoß von innen heraus zu geben, sich einer derartigen Interpretation des Islam zuzuwenden und diese auch sozusagen, wie ich immer verwende, den Begriff als kompatibel mit unseren westlichen Grundvorstellungen, Werthaltungen zu sehen, wo ein funktionierendes Zusammenleben, so wie in Nathan dem Weisen, aller Religionen, der Buchreligionen zu gewährleisten. Ja, wahrscheinlich muss man sogar versuchen, ich sage das jetzt, die wirklich wichtigen Kräfte innerhalb des Islam dafür zu gewinnen, dass sie selbst eine Schutzwirkung erzielen, dass sie sich mit der Aufgabe identifizieren, die radikalen Elemente auszusondern und klarzumachen, dass es nicht irgendein besonderer Traum ist, der die Lösungen bringt, sondern dass man ganz anders vorgehen muss, um die Realität für die Menschen zu verändern und Träume sozusagen greifbar zu machen und sie nicht einfach vergangenheitsbezogen zu machen. Ich glaube, das ist ein Punkt. Für mich ist noch die Frage, ein Ziel des Terrorismus, eine Frage, die hereingekommen ist, ist zweifellos auch die Spaltung und Polarisierung in der Gesellschaft. Besteht da die Gefahr einer zusätzlichen Radikalisierung durch Gegenmaßnahmen, weil sich dadurch vielleicht, ich sage das jetzt, Anhänger des Islam insgesamt negativ betroffen fühlen? Wie weit kann man dabei gehen? Das ist wiederum eine komplexe Fragestellung. Also im Prinzip geht es darum, das ist richtig, die Frage hat das richtig zusammengefasst, beim Terrorismus geht es darum, Gesellschaften zu spalten, also Regierungen zu einem schnellen Gegenhandeln, zu einem Unbedachten zu veranlassen, die Menschen zu schockieren, Angst zu schüren und am Ende des Tages, wie gesagt, diese Polarisierung voranzutreiben. Jetzt ist natürlich die grundlegende Frage, was kann ich dem entgegensetzen, wenn ich sozusagen hier reagiere auf terroristische Anschläge mit einer Reduktion der Freiheit zugunsten der Sicherheit, hat das immer auch den Beigeschmack, ich möchte Menschen etwas wegnehmen. Wenn sich sozusagen diese Maßnahmen explizit gegen die muslimische Community richten, pro toto, dann wird der Effekt sein, dass sich diese radikalen Gruppierungen natürlich bestätigt fühlen und sagen, schau sie, man geht gegen uns vor. Ja? Man muss hier ganz trennscharf argumentieren und sagen, das, was wir hier tun, richtet sich gegen Extremisten. Wir sind gegen Extremisten jeder Ideologie, jeder Religion. Und es richtet sich nicht gegen den Islam. Der Islam ist hier eine staatlich anerkannte Religion. Menschen können ihre Religion praktizieren ohne Einschränkungen, wogegen sich eine Politik richten muss, die dann erfolgreich hier dieses Narrativ bekämpft, der Spaltung, ist eben eine extremistische Ausprägung. Der radikal agierende Islam, der sich politisiert. Und dagegen muss eine tolerante Gesellschaft auch ankämpfen. Das ist kein Widerspruch in sich. Und diese Spaltung kann nur dadurch verhindert werden, indem ich alle, die gegen den Extremismus sind, in ein Boot hole. Egal welcher Religion, welcher Glaubensrichtung angehörig, egal welcher politischen Ausrichtung diese Personen zugehören. Es geht darum, gegen den Extremismus anzukämpfen. Und das muss das gemeinsame Narrativ sein, das auch die Politik propagieren soll. Extremismus hat nichts in toleranten westlichen Gesellschaften zu suchen und hier muss der Riegel vorgeschoben werden. Und das, denke ich, wird auch ein Großteil der Gesellschaft, wie gesagt, egal welcher Provenienz, welcher Religion, welcher politischen Ideologie nahestehend, ablehnen. Ja, andere Frage, sind wir in Österreich von unserer Grundeinstellung her eher ein bisschen zu tolerant und zu nachlässig, wenn es darum geht, brauchen wir mehr Härte und Konsequenz? Oder ist das mehr oder weniger eine Frage, die daraus resultiert, dass es
einfach 3 Jahrzehnte hindurch oder sogar länger keine namhaften Vorfälle gegeben hat. Ich hätte es dort angebracht, wo Extremismus sich breit macht. Also Härte gegen den Extremismus und seine Wurzeln, den Nährboden, das würde ich 100% unterschreiben, aber mit Augenmaß. Also Terrorismusbekämpfung ist eine Abwägung. Ich habe eben diese, wie ich vorhin gesagt habe, weichen Instrumentarien, also diese strukturelle Terrorismusbekämpfung, und ich habe die operative Terrorismusbekämpfung, die harten Maßnahmen. Und ich muss das balancieren als Staat. Und ich muss dort, wo ich sehe, ich komme mit den weichen Methoden besser an die Personen heran, diesen den Vorzug gewähren. Und dort, wo es angebracht ist, wo ich sozusagen dschihadistische Milieus habe, da muss ich mit aller Härte des Gesetzes hingehen. Und auch wirklich ganz ohne Vorbehalte dem etwas Hartes entgegensetzen. Und das, glaube ich, diese Abwägung ist die größte schwierige Aufgabe, aber auch zugleich die wichtigste. Und die muss man, wie ich vorhin gesagt habe, mit Augenmaß bestreiten. Das heißt, wenn ich deine eigenen Worte, die zwei Schlüsselbegriffe nehme, Koordination und Kooperation, dann trifft das auch auf die Vorgangsweise zu. Das heißt, koordiniert und kooperativ vorgehen auf der einen Seite, aber auch ganz klar koordiniert darum, wenn es darum geht, Missstände nicht nur zu vermeiden, sondern insbesondere zu beseitigen und zu versuchen, die Lage insgesamt im Griff zu halten. Und das wird sicherlich nur dann gehen, wenn es eben gelingt, hier eine klare Linie durchzusetzen. Und dazu wünschen wir dir als einen der profiliertesten Extremismusforscher und Terrorismusforscher nicht nur Österreichs, sondern ganz Europas alles, alles Gute. Ich bin sicher, wir werden noch öfter darüber reden. Bedanke mich bei dir für die Bereitschaft, sofort darüber zu sprechen und zu diskutieren, und möchte gleichzeitig auch für unsere Zuhörer unseren nächstwöchigen AES-Talk ankündigen. Wir werden heute in einer Woche am Mittwoch um 16 Uhr wieder zum Thema weltpolitischer Faktor Südostasien sprechen. Wir haben gerade gehört, vor wenigen Tagen, dass es ganz neue Situationen gibt durch die Freihandelszone, die in Ost- und Südostasien entstanden ist. Wir hören und lesen täglich in den Medien über politische Ereignisse in südostasiatischen Ländern. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass auch das ein Gebiet und ein politisches Feld ist, das für uns immer mehr Bedeutung bekommt. Und in diesem Sinne bedanke ich mich nochmals bei dir, lieber Dr. Stockhammer, für deine Ausführungen, für deine intensive Beschäftigung mit dem Thema Terrorismus. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Nächsten Mittwoch um 16 Uhr.